Hallo, willkommen zum AutoCAD Civil 3D 2010 Bridge Modeler Film. Die Tamara und ich, mein Name ist Björn, wir werden heute hier ein bisschen über den Bridge Modeler, was ein kleines Plugin in Civil 3D ist, sprechen. Dafür haben wir zwei Filme insgesamt vorbereitet. Der erste Film behandelt nämlich AutoCAD Civil 3D und im Nachschub gibt es noch einen Film über Revit Structure. Den sehen wir aber erst später. Genau, der wird in zwei Filmen gestellt. So, wir machen natürlich BIM hier. Der Bridge Modeler in Civil ist zurzeit nur auf Autodesk Labs erhältlich. Ja, was bedeutet das jetzt? Autodesk Labs ist in dem Sinne eine Plattform, wo wir von Autodesk schöne kleine Tools freigeben, die aber keine Gewährleistung in dem Sinne beinhalten. Man kann es einfach runterladen, installieren, funktioniert super. Ihr werdet ja gleich sehen, wie schön. So, der Bridge Modeler. Nummer 1 habe ich ja gesagt, von Autodesk Labs gibt es für Civil. Da sehen wir auch unten diese kleine blaue Brücke. Und dann gibt es noch von Revit Subscription Center die Bridge Extensions. Was ist jetzt ein Subscription Center? Dieser Subscription Center ist für Kunden, die in dem Sinne unsere Subscription-Leistung abonniert haben, können diese Programme runterladen. Da gibt es immer viele kleine schöne Tools und für die Studenten gibt es diese Tools auch. Es ist ein großer Unterschied. Wir werden natürlich sehen, wer welche Vorzüge hat. Jetzt besprechen wir erstmal Civil 3D. Und dann fangen wir doch einfach mal mit an. So, nun sind wir in Civil und der Roland zeigt uns mal, was man da alles machen kann. Als erstes sehen wir die drei Abschnitte unserer Konstruktion: Straße, Brücke und wieder die Straße. Im oberen Bereich sieht man halt eine kleine Isometrie, unten die Draufsicht. Als nächstes zeigen wir jetzt mal nur separat im Objektviewer unser Bauwerk, die beiden Dämme mit jeweils einer Straße und die Brücke. Einmal drehen, Roland, danke. Und da kann man jetzt auch wieder drei verschiedene Querschnitte auswählen. Genau, wir haben das Bridge Modeler Tool hier oben. Wir benutzen jetzt wieder eins von unseren dreien, und zwar die Hohlprofil-Querschnitte. Man sieht den Korridor, man sieht, kann halt hier in dem Sinne Civil die Civil-Elemente auswählen und hier auch die Station. Wir wollen ja nur von 150 bis 275. Dann noch unser Geländemodell auswählen. Jetzt wird eine Wizard wieder gestartet. Und im zweiten Film, den wir aufgeteilt haben in zwei Parts, werden wir genau den ähnlichen Wizard sehen, nur in Revit Structure können wir halt noch ein bisschen mehr machen. So, als erstes sieht man das Layout der Brücke. Rot sieht man die beiden Auflager, grün sind die unterschiedlichen Stützen. Roland, aufziehen, danke. Wir können in dem Tool auch Sachen verändern, und zwar werden jetzt nur diese Stützen vorgeschlagen. Wir werden aber jetzt einfach es ein bisschen reduzieren. Wir werden drei rausschmeißen. Es ist also nicht vorgegeben, sondern wir entwickeln die Brücke. Sie werden jetzt auch automatisch angepasst. Was man auch machen kann, man kann auch die Auflager zum Beispiel verdrehen. Bezieht sich auf beide Auflager. Separat kann man das natürlich auch machen. Als nächstes geht es jetzt um die Decks. Also erstmal der Überbau und nachher kommt der Unterbau auch dran. Da kann man unterschiedliche Sachen auswählen, unterschiedliche Parameter auch. Man sieht immer die Vorhersicht auf der rechten Seite. Hier sind die Anprallschutz gerade. Geht schon weiter in die Auflager. Natürlich haben wir zwei Auflager bei Station 152 und 73. Gleiche ist mit den drei Stützen. Was ich bei der einen Stütze anwähle, kann ich auf die anderen auch einfach kopieren. Und als letztes die Lager.
So, der Bridge Modeler checkt auch, ob es alles funktioniert. Hier wird jetzt eine Meldung gesagt, dass die Lager von wegen nicht richtig nach bestimmten Normen angewendet werden können. Das werden wir jetzt einfach reduzieren. Es waren vorgeschlagen 4. Der Roland ändert die jetzt mal auf 3 hinab. Und nachdem wir es eingetragen haben, können wir jetzt natürlich auch wieder testen. Wenn es kein Problem gibt, geht sofort es los. Es werden jetzt die einzelnen Elemente in Civil erstellt. So, das ging ja schnell. Jetzt haben wir die Brücke als Element wirklich in Civil drin. In Civil gibt es halt nur eine Art von Brücken, also diese Typen sind, um die Entwurfsphase zu unterstützen. So kann ich halt sehen, wie Stützen aussehen, wie die Fahrbahn liegt, aber ich kann diese bis jetzt noch nicht verändern. Aber man hat schon einmal eine ganz gute Vorstellung, wie das ausschauen soll. Genau. So, was wir hier jetzt sehen, ist keine Achterbahn, sondern das ist ein Querschnitt, der natürlich anders dargestellt wird. Zehnfach überhöht ist es jetzt hier. Wir sehen auch hier das Gelände in grün. Jetzt werden wir noch diese Brücke auch in diesem Querschnitt mit darstellen. Das passiert jetzt. Das ist also für die Längs- und Querneigung zum Einstellen. Genau. So, hier sehen wir auch leicht grün wieder unsere Brücke. Passiert alles automatisch. So, und jetzt möchten wir zum Beispiel noch was verändern. Wir sagen mal, wir möchten jetzt diese Brücke doch ein bisschen im Layout verändern. Und zwar als Aufgabe, sagen wir mal, wir wollen nur 2 Stützen haben. Im Wizard wird jetzt wieder eine Stütze halt rausgeworfen. Ah, der Roland stellt eine mehr. Geht auch. Ist also alles möglich. Wir haben also nicht nur 3 Stützen, jetzt haben wir sogar 4. Das war's schon. So, ein nettes kleines Tool gibt es auch noch, damit ich diese Brücke mir auch anschauen kann. Ich kann natürlich in den unterschiedlichen Isometrien oder Grundrissen, aber es macht natürlich viel mehr Spaß, einfach jetzt auf dieser Brücke virtuell auch zu fahren. Dazu wird natürlich die Achse genutzt und das kann ich jetzt als kleine Animation ablaufen lassen. Da habe ich schon mal einen ganz guten Überblick. Und natürlich kann ich auch im AutoCAD Civil 3D die Darstellung verändern. Jetzt habe ich sogar noch die Materialien mit dabei. Fahre über meine Brücke. Kann natürlich zwischendurch immer auch anhalten. Ja, das sah schon ganz gut aus. Finde ich ja.